um die Royals gibt es ja immer so einen Glanz, ja. Ja, es ist halt eine andere Welt, es ist eine märchenhafte Welt. Königliche Besuche sind immer noch glanzvoll. Wir sind nach wie vor Republikaner als Hamburg und keine Monarchisten. Aber es ist doch ganz lustig, mal so einen Großbahnhof zu veranstalten. Wenn Majestäten kommen, das ist eben doch immer noch etwas Herausragendes, etwas Besonderes. Die Stadt ist immer in Aufregung. Ach, das ist ein bisschen so eine ganz andere Welt, in der wir alle Normalsterblichen nicht leben. Im internationalen Protokoll ist es ja so, dass der Staatsbesuch wirklich das wichtigste Ereignis ist. Man besucht sich gegenseitig. Man kann das Ganze noch toppen, wenn ein Partner dieses Staatsbesuches ein gekröntes Haupt ist. Die Deutschen hatten nach 1945 erstmal eine Weile sozusagen Schonfrist, was Staatsbesuche angeht. Es wollte natürlich sich in diesem zerstörten Land und ja auch vom Ruf her sehr geschändeten Land niemand wirklich sehen lassen. Und dann gab es die ersten Staatsbesuche. Und das ist natürlich sozusagen für das Nationalgefühl etwas Wichtiges gewesen. Es ist ein Ja-Sagen gewesen zu der Zukunft. November 1954. Der allererste Staatsbesuch in der noch jungen Bundesrepublik. Ein Monarch aus Afrika gibt sich in Hamburg die Ehre. Kaiser Haile Selassie. Der Kaiser von Äthiopien reist mit einem 20-köpfigen Gefolge und etwa 3000 Kilo Gepäck an. Sein Erscheinen gibt dem Selbstbewusstsein der Gastgeber enormen Auftrieb. Selassie hat exotische Geschenke für die Hamburger Gastgeber dabei. Elfenbein und einen goldenen Schild. Bis heute sicher verwahrt. Da gab es im Rathaus ganz oben einen extra Raum, die Schreckenskammer. Aber ich will Ihnen nicht erzählen, was da im Einzelnen stand oder hing oder lag. Das war die Schreckenskammer. Ja, das war manchmal schrecklich, was da kam. Das muss man einfach so nehmen. Das ist so. Viele Geschenke werden dann ja, dass der Bürgermeister oder irgendein Senator oder das interessiert mich sehr oder das kann ich mal in meinem Dienstzimmer hängen oder so gleich im Rathaus irgendwo aufhängen oder was auch immer. Aber es gibt eben auch andere Geschenke. Da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ne? Der Negus Negesti, zu Deutsch König der Könige, hat sich auf seine umjubelte Deutschlandreise begeben, um Entwicklungshilfe einzutreiben. Denn Äthiopien ist arm und rückständig. Mit Hilfe des Westens will er sein Land in eine moderne Zukunft führen. Selassie tritt bescheiden auf, kommt in Hut und Mantel. Viele hatten sich einen echten Kaiser wohl irgendwie anders vorgestellt. Er besichtigt den Hamburger Hafen und moderne Werftanlagen. In einem neu gebauten Krankenhaus wird der Monarch aus Addis Abeba bereits gespannt erwartet. Es war eine große Aufregung im Haus schon vorher, wahrscheinlich schon Tage vorher. Und als es dann soweit war, ganz strenge Anweisungen, wo wir zu stehen hatten, schon eine ganze Weile bevor der Kaiser überhaupt erschien. Und dann durften wir uns nicht von der Stelle rühren. Ein Kaiser, ich hatte noch nie einen Kaiser gesehen. Habe ich nur im Märchenbuch gelesen und im Geschichtsunterricht gehört davon. Ein Kaiser, das war für mich ganz was Tolles. Der Kaiser interessiert sich für die nagelneuen medizinischen Gerätschaften und erhofft sich Unterstützung für das marode Gesundheitswesen seines Landes. Als Geschenk bekommt Selassie eine Kassette mit Fotos von der Klinik, überreicht von Stationsschwester Anneliese. Ich wurde vorher schon immer ein bisschen
gehänselt und musste mir eine schöne weiße Schürze umbinden und mich fein machen und kämmen. Und dann ging das los. Er griff dann in seine Tasche und zog einen kleinen Dukaten raus und gab mir den. Und das war für mich ein Schatz. Wie alle Hamburger Ehrengäste wohnt Haile Selassie im mondänen Hotel Atlantik. Auch hier kommen viele in den Genuss von Goldmünzen, die der Herrscher des armen Äthiopien großzügig verteilt. Im Atlantik ist man den Umgang mit prominenten Gästen gewohnt. Die Tochter des damaligen Hoteldirektors erinnert sich. Für die gekrönten Häupter wurde der ganze dritte Stock abgesperrt sozusagen. Da wohnten nur die und deren Hofdamen und Adjutanten und was es alles so dazu gab und so weiter und so fort. Das Staatsapartment war Zimmer Nummer 311. Ist es heute, glaube ich, noch? Nein, heute ist es die 405. Der Hoteldirektor wohnt 1954 mit seiner Familie im Atlantik. Sonntagmorgen, Frühstück. Familie Geier sitzt beim Frühstück, Vater kommt an, völlig erledigt. Haile Selassie möchte so ein, wie heißt das Ding? So ein Kabinenroller sehen, so ein Auto. Wo kriege ich sowas auf dem Sonntag her? Woraufhin mein kleiner Bruder sagte, wieso? In der Alster tweetet da in der Garage, die haben solche Messerschmitt-Kabinenroller. Und die haben dann einen rübergebracht. Neben dem Haupteingang vom Atlantic Hotel war der Eingang fürs Gepäck und so. Und da haben wir diesen Messerschmitt-Kabinenroller in den Gepäckfahrstuhl gestellt und den dritten Stock hoch und da oben. Und Haile Selassie hat sich das also angeguckt, hat sich da reingesetzt und das habe ich auch gesehen. Er ist aber nicht da oben mit rumgefahren, nicht? Das hätten Sie ja auch können. Am Tag darauf verabschiedet sich der technikbegeisterte Kaiser von den Hamburgern. Natürlich nicht, ohne abermals seine Goldmünzen unters Volk zu bringen. Für Hamburgs Bürgermeister Kurt Sieveking sind es zwei glückliche Tage mit dem Kaiser von Äthiopien. Das war so das Gefühl, wir sind wieder wer, wenn jetzt schon der Negus, so hieß er, uns besuchen kommt, dann ist es ja auch eine Bestätigung der großen weiten Welt. Am 15. November 1954 geht der umjubelte Besuch in Hamburg zu Ende. Auch deutscher Hochadel begeistert wieder. So 1951 in Hannover. In der Marktkirche zu Hannover wurde der 37-jährige Prinz Ernst August von Hannover mit der 25 Jahre alten Prinzessin Ortrud von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg kirchlich getraut. Schon bei der Welfenhochzeit 1951 zeigt sich, wie viel royale Gesinnung noch immer in den Deutschen steckt. Die Niedersachsen sind begeistert, als sich in Hannover erstmals nach dem Krieg der gesamte deutsche Hochadel trifft. Es war eben einfach wie früher plötzlich alles wieder, wie solche Hochzeiten waren. Und das war für alle, die sich wieder sahen, schon mal das eine große Sache und ein großer Moment, dass man miteinander wieder umgehen konnte. Und es war eine große Freude eigentlich. Und dann draußen, die Bevölkerung hat uns zum Teil sehr erstaunt, mit welcher Begeisterung die da auf diesen Straßen jubeln standen. Fast eine 500.000 Zuschauer war zu dem großen Ereignis der glanzvollen Welfenhochzeit gekommen. Den Brautschleier trug einst die letzte deutsche Kaiserin, Auguste Victoria. Die Diamantenkrone stammt aus dem Kronschatz des englischen Königs. Das Brautpaar ist nahezu mit allen deutschen und europäischen Fürstenhäusern verwandt. Die Schwester des Bräutigams, Königin Friederike von Griechenland. Die Menschen sehnen sich nach ein wenig Glanz und Glamour in dieser grauen Nachkriegszeit. Ich glaube einfach, weil sie das Gefühl hatten, nun wird es endlich wieder irgendwo normal und man freut sich über so etwas und die Geschichte fängt an, wieder aufzuleben und also Dinge, die erfreulichen Sachen, denn wir hatten ja nun viel Schlimmes erfahren. Aber insofern war, glaube ich, die Freude, dass es endlich mal ringsrum was Erfreuliches war. Und das merkte man einfach, diese Explosion in der Bevölkerung war erstaunlich.
Auf ihrer Erholungsreise trafen der Schahin-Schah von Iran und die bezaubernde Kaiserin Soraya in Deutschland ein. Die erste Station war Hamburg. Der Aufenthalt des persischen Kaiserpaares im Februar 1955 ist der zweite offizielle royale Besuch in der Hansestadt. Die Begeisterung in den Straßen gilt nicht in erster Linie dem Herrscher aus Teheran, sondern vor allem seiner Frau, der deutschstämmigen Soraya. Der Schah hat sie 4 Jahre zuvor geheiratet, als sie 18 Jahre alt war. Seitdem lebt sie ein glanzvolles, verschwenderisches Leben am persischen Hof. Für die Deutschen ist die Geschichte des Kaiserpaares wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Soraya hat eine Popularität wie nach ihr nur Prinzessin Diana. Die Menschen himmeln sie an. Soraya liebt schillernde Auftritte und führt an der Seite des Schahs ein glamouröses Jet-Set-Leben. Dass es die Tochter einer Deutschen auf den Pfauenthron geschafft hat, macht sie zum Liebling der Klatschpresse. Soraya gilt als Trendsetterin und ist für viele die schönste Frau der Welt. Sie wurde angehimmelt, ne? Und sie war ja auch schön. Sie war wirklich schön. Sie hatte wunderschöne Augen. Ich habe selten jemanden mit so schönen Augen gesehen. Vor dem Hotel standen Menschen, die immer wieder riefen, Soraya, Soraya. Und nun kam sie zu mir in den Salon. Hier etwas schmäler und den Hinterkopf ganz besonders betont. Wer Wert darauf legt, in der Halle, im Speiseraum und an der Bar gepflegt zu erscheinen, wird um den Hausfriseur gar nicht herumkommen. Und da fragte ich, wie ich das denn nun machen sollte, sagt die Kaiserin. Das überlasse ich Ihnen. Sie haben alles so patent bis jetzt gemacht. Was meinen Sie, was Sie machen wollen? Und da habe ich mir die Haare angeguckt, habe geschüttelt, habe mir Clip kommen lassen und habe das ganze Haar nur auf Clip gemacht. Das war damals noch selten. Ich habe gezittert, ich habe gedacht, hoffentlich wird das auch gut. Aber es war hinterher perfekt. Wie Sie ja auf dem Foto sehen, es war eine ganz tolle Frisur geworden. Und sie war restlos begeistert. Und ich war ganz stolz und glücklich. Im Hotel Atlantik ist der weltberühmte Besuch für die damals 14-jährige Tochter des Hoteldirektors ein Abenteuer. Soraya, das war damals natürlich für uns eine Schönheit und die tollen Kleider und so. Also das war richtig aufregend. Das war ja so, wir wohnten im 4. Stock. Die Staatsgäste im 3. Stock und ich habe dann da immer vor den Fahrstühlen da gestanden und wenn die aus dem Haus gingen, bis der Fahrstuhl unten war, bin ich ganz schnell 3 Stockwerke runtergedüst, um zu sehen, wie sie unten rausgingen und all sowas nochmal. Und kaum war Soraya weg mit dem Schar irgendwelche Veranstaltungen oder sowas, war ich mit der Zofe bei ihr in dem Zimmer, wo ihre ganzen Kleider hängen, nicht? Und dann haben wir sie alle durchgeguckt und so, ach, das war aufregend. Oh nein, das gibt's überhaupt nicht. Das war so schöne Sachen, 55, überlegen Sie mal, nicht? Die noble Garderobe kann Soraya sich leisten, weil der Iran über riesige Ölvorkommen verfügt. Der amerikanische und der britische Geheimdienst haben den Schah 1953 an die Macht geputscht. So sichert sich der Westen seinen Einfluss und den Zugriff auf den wertvollen Rohstoff. Die Presse konzentriert sich vor allem auf die Liebesgeschichte zwischen dem Schah und Soraya. Der einzige Punkt, der die zur Schau gestellte Idylle trügt, ist die Frage des Nachwuchses. Denn Soraya hat dem Kaiser nach 4 Jahren Ehe noch immer keinen Nachfolger geschenkt. In Hamburg wünscht sich Soraya ausdrücklich, ein Kindertagesheim zu besuchen und gibt so den Gerüchten um ihre Situation neue Nahrung. Ein Fest für die bunten Medien, die sie hier an den Bettchen kleiner Babys abbilden können. Die Kinderlosigkeit wird 3 Jahre später dazu führen, dass der Schah Soraya verstößt.
Doch noch feiert er mit seiner Kaiserin. Das Opernballett, also wir, haben dann getanzt im Kaisersaal vor dem Kaiserpaar, den Kaiserwalzer von Johann Strauss. Es kam alles sehr gut an, wir hatten großen Erfolg. Der Schah war sehr charmant. Es war so, dass wir nach dem Tanz so zu viert immer nach vorne gehen mussten und haben auch so unsere Reverenz gemacht. Und dann hatte immer irgend so eine Geste und lächelte. Und wir hatten so das Gefühl, wenn jemand blond war, das fand er schon sehr gut. May 1965. Die berühmteste Frau der Welt betritt erstmals deutschen Boden. Bundespräsident Lübcke und Bundeskanzler Erhard sonnen sich im Glanz dieser Königin. In Deutschland ist es der erste Staatsbesuch eines britischen Staatsoberhauptes nach 56 Jahren. Also die Queen hat sich Zeit gelassen, bis sie nach Deutschland kam. Im Grunde 20 Jahre nach Kriegsende, 1965, ist sie nach Deutschland gekommen. Dass sie nicht früher gekommen ist, hat mit Sicherheit damit zu tun, dass die Erinnerung an die Bombennächte in London und überhaupt an den Zweiten Weltkrieg 20 Jahre nach Kriegsende schon geringer waren als eben noch 10 Jahre nach Kriegsende. Doch auch 1965 wird die Reise von vielen Briten kritisch gesehen. In Deutschland aber ist der Jubel grenzenlos. So auch im geteilten Berlin, der schwierigsten Station auf der 11-tägigen Reise für die Queen. Die 200.000 Berliner vor dem Schöneberger Rathaus hoffen, dass sich zwei Jahre nach dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy nun auch das britische Staatsoberhaupt zu einem wiedervereinigten Berlin bekennt. My countrymen, whether at home or stationed with our American and French allies here in Berlin, are proud to have helped to create and maintain the conditions of freedom and security which are so essential to the full expression of the human spirit. You can continue to count upon the full support of the British government and people. Mit dieser Rede wird der Besuch der Queen auch politisch zum Erfolg. Im Sonderzug reist sie durch 17 deutsche Städte. Nachts schläft sie auf dem Abstellgleis. Es ist ein Staatsbesuch der Superlative. Er wird als längster und mit 500.000 D-Mark teuerster in die Geschichte der noch jungen Bundesrepublik eingehen. Um 10 Uhr trifft die Königin auf dem Dammtorbahnhof ein, der für Staatsbesuche in der Hansestadt vorgesehen ist. Hamburgs erster Bürgermeister Paul Nevermann hat der Monarchin zur Begrüßung einen Strauß rot-weißer Nelken überreicht. Als die Königin an der Seite des Bürgermeisters ihrem Wagen zuschreitet, erwartet sie eine Überraschung. Ein kleines Mädchen ist durch das Spalier der Polizisten durchgeschlüpft. Unsere Nachbarin ist dann gleich los, hat Blumen besorgt, die war da also ganz fix und hat mit mir den Hufknicks geübt und hat gesagt, so, und pass auf, vor dir kommt eine Königin und dann gehst du da hin und machst schnell deinen Knicks und gibst ihr die Blumen. Naja, und so war das dann auch, dann kam sie ja plötzlich. Aber dass das die Königin ist, hätte ich im Leben nicht gedacht. Als Mädchen denkt man, Königin, Kleid, so wie Sissi und Krone auf dem Kopf, aber nicht Kostüm und Hut. Wie eine Märchenkönigin sieht die Queen in Hamburg tatsächlich nicht aus. Doch die erste Enttäuschung darüber ist schon bald vergessen. Als wir nach Hause kamen und mein Vater aufschloss, sprang meine Mutter gleich in den Flur. Und ich hab dich im Fernsehen gesehen. Ich hab gedacht, ich fall vom Sofa. Das weiß ich noch, dass sie das gesagt hat. Weil sie hat einfach nur angemacht und gedacht, ach, einmal reingucken, vielleicht sehen wir irgendwas von der Königin. Und dass ich dann da die Blume überreicht habe, da war sie völlig platt und war völlig stolz. Und das war schon was, das war toll, das vergesse ich auch nicht. An der Seite von Königin Elisabeth, Hamburgs erster Bürgermeister Nevermann.
Im nächsten Wagen folgen Prinz Philipp in Admiralsuniform und Frau Engelhardt, die Frau des zweiten Hamburger Bürgermeisters. Eine Personalie wird zum Politikum. Die Frau des ersten Bürgermeisters hat ihre Teilnahme aus privaten Gründen abgesagt. So steht Paul Nevermann plötzlich ohne seine First Lady da. Grete Nevermann und er hatten sich ja zerstritten, wollten sich auch scheiden lassen. Paul Nevermann hatte schon mehrere Jahre eine Freundin, eine Lebensgefährtin, die er auch nachher ja weiter behalten hat. Und Grete Nevermann erklärte dann einige Zeit vorher, sie würde offizielle Termine an seiner Seite nicht mehr wahrnehmen. Das war natürlich kurz vor dem Besuch der Königin eine sehr schwierige Situation. Der Senat beschloss dann damals, dass die Frau des zweiten Bürgermeisters, Frau Engelhardt, die Rolle der Dame an der Seite von Prinz Philipp dann darstellen würde. Das ging auch ganz gut und ich fand das auch gar nicht so außergewöhnlich, obwohl es natürlich Aufmerksamkeit erregte, das ist ja klar. Wir jüngeren Abgeordneten waren damals der Meinung, na ja und, was soll's, da war ja eine Dame da, das genügt doch. Die Parteizentrale in Bonn aber fordert Konsequenzen. Paul Nevermann wird kurz darauf zurücktreten. Doch noch herrscht eitel Sonnenschein an diesem 29. Mai. Der nächste Programmpunkt ganz nach dem Geschmack der Queen. Von Bord des Alsterschiffes Seebeck verfolgte Königin Elisabeth die Regatta der internationalen Drachenklasse um den Queen Elizabeth Cup. Die Königin hatte den Pokal für diesen Wettbewerb gestiftet, an dem sich 17 Boote beteiligten. Die Regatta der Drachenklasse und damit den Queen Elizabeth Cup gewann der 24-jährige Hamburger Ulrich Libor. Libor ist deutscher Meister in der Flying Dutchman-Klasse. Nachdem nun feststand, dass ich gewonnen hatte oder wir gewonnen haben, kam dann ein älterer Hamburger, Hannes Ravenbock, auf mich zu und sagte, übrigens, wenn du dann zur Siegerehrung gehst und der Königin gegenüberstehst, musst du erinnern, dass du ein Hanseat bist. Das kann nicht angehen, dass du einen Diener machst, ist das klar? Gesagt, ja, wieso nicht? Da sagt er, wir Hamburger, immer, wenn ein Hamburger Bürgermeister einen König zu Besuch hatte, musste der König die Treppe ihm entgegen hochkommen. Also bitte denk dran, halt das Kreuz gerade, gib die Hand, aber mach keinen Diener. Und? So war's auch? Ja, natürlich, so war's und das war auch völlig akzeptiert. Aber nicht alle Sportler, die auf die Queen am Alsterufer warten, halten sich an diesen Brauch. Hockey-Nationalspielerin Greta Blunk will auf den Hofknicks nicht verzichten und wahrt höfische Etikette. Um adäquat angezogen zu sein, also nicht königlich, aber doch so, sag mal, hamburgisch elegant, hatte meine Mutter die Idee, doch ein Kostüm für mich machen zu lassen. Natürlich so ein bisschen in dunkel, taubenblau, ich weiß nicht mehr ganz genau. Wenn man heute ein Foto von mir noch sieht, dass der kleine Kragen da war und dieses kleine Jäckchen und ein Kostümart und dann mit der Handtasche. Ich hasse Handtaschen, aber man sieht, dass das alles doch formvollendet, also Etikette war perfekt. In dem Moment, wo sie vor uns stand und wir mit ihr sprachen, man hatte spontan das Gefühl, sie ist ja ein Mensch wie wir alle. Als sie dann mit dem Wagen wegfuhr, haben wir ihr noch gewunken und da hatte man gedacht, das ist eine Freundin, die von uns geht. Der Besuch der Queen steht für einen Neuanfang in den deutsch-britischen Beziehungen. Schlussakkord auf der Elbe. An der Überseebrücke hat die königliche Yacht Britannia festgemacht. Die schwimmende Residenz der Queen. Erstmals nach 11 Tagen betritt sie hier wieder britischen Boden. Vor dem Auslaufen kommt zum Abschiedsdiner die Bonner Politprominenz an Bord. Die Königin gilt bis auf den heutigen Tag als sehr standfest. Also oft ist sie diejenige, die am längsten ausharrt, weil sie weiß, dass sie eben die wichtigste Person ist und alle Leute sie gerne sehen möchte. Und das bewahrheitete sich natürlich in sehr viel jüngeren Jahren auch in Hamburg. Da ist sie an Bord über 2 Stunden stehen geblieben und hat von da aus gewinkt, das ganze Ablegemanöver und auf die Art und Weise wahrscheinlich Zehntausende von Menschen glücklich gemacht.
Genauso wie sie sich zum Abschied präsentiert, hatte man sich eine Königin auch vorgestellt. Da waren ja massenweise Menschen an den Ufern der Elbe runter nach Blankenese. War ganz Hamburg voll und begleitete dieses wunderschöne Schiff, das da im Dunkeln herrlich erleuchtet, dann die Elbe runterfuhr. Also das war schon ein großer Eindruck. Die Queen im Norden und in Deutschland. Nie wieder wurde ein gekröntes Haupt hierzulande so begeistert gefeiert. Und nie mehr danach war ein königlicher Staatsbesuch von so großer Bedeutung. 1967 ist das Jahr des politischen Aufbruchs. Vor allem unter den Studenten rumort es. Ihr Protest richtet sich gegen verkrustete Strukturen, den Vietnamkrieg und die prüde Sexualmoral der 50er Jahre. In dieses Klima fällt die zweite Deutschlandreise des Schahs von Persien. Ihn begleitet seine inzwischen dritte Frau Farah Diba, mit der er schon drei Kinder hat. Doch anders als bei seinem ersten Besuch gibt es auf den Straßen nicht nur Jubel. Die Stimmung war schon tagelang, jedenfalls in Studentenkreisen, sehr aufgeheizt. Ich nehme an, dass die Stimmung da etwas anders war als in der breiten Bevölkerung. Für die Mehrheit der Deutschen ist der Schah noch immer der exotische Herrscher aus dem Morgenland. Doch die Studenten wissen von Folter und Unterdrückung in Persien. In West-Berlin wird ihr friedlicher Protest von Geheimdienstleuten des Schahs, den sogenannten Jubelpersern, brutal niedergeknüppelt. Der Student Benno ohne Sorg wird während der Demonstration von dem deutschen Polizisten Karl-Heinz Kurras erschossen. Nur einen Tag später wird der Schah in Hamburg erwartet. Völlig ungeachtet der Berliner Ereignisse bereitet man sich im Rathaus auf den hohen Besuch vor. Die Vorbereitungen laufen, als wäre nichts geschehen. Business as usual. Hamburgs Bürgermeister Herbert Weichmann ignoriert die Gewalt in Berlin. Dem war das peinlich. Der hat das mit Benno Ohnsorg, glaube ich, noch gar nicht richtig mitbekommen. Jedenfalls war es ihm unangenehm, dass er als Gastgeber da jemanden hatte, um den so viel Lärm gemacht wurde. Und das versuchte er zu überspielen, dadurch, dass man nun praktisch keine Kenntnis nahm. Der Bürgermeister will gute Stimmung. Schließlich unterhält die Hansestadt enge Handelsbeziehungen zum Persischen Golf. Er lädt zu Ehren des Hohen Gastes zum Senatsfrühstück, einem gediegenen Imbiss, der traditionell erst mittags eingenommen wird. Wir haben da ja ein kleines Frühstück im Kaisersaal veranstaltet. Bürgermeister Weichmann war Gastgeber. Und da erinnere ich noch, dass plötzlich wir hörten, was für ein Rabatz auf dem Rathausmarkt war. Und futterten da unser relativ bescheidenes Senatsfrühstück. Und dann nahm der Lärm auf dem Rathausmarkt zu, aber weder der Schah noch der Bürgermeister nahmen davon Notiz. Die Studenten hingegen verdrängen nicht, was nur einen Tag zuvor passiert ist. Sogar nach Hamburg hat der Schah seine Prügelagenten bestellt. Wir waren ans Fenster gegangen und dann sahen wir, wie diese Jubelperser mit ihren Latten da auf andere Jugendliche einschlugen und auch die Polizei sich also doch etwas hilflos bewegte, weil das war eigentlich alles überraschend in dieser Form und in diesem Umfang. Aber es war eben doch das deutliche Zeichen, dass innerhalb vor allem der Studentengeneration dieser Mann nicht akzeptiert wurde. Hafenrundfahrt am Nachmittag ohne Zwischenfälle. Wirtschaftssenator Helmut Kern ist dabei. Der Schah war auch ganz schön arrogant und fragte mich zum Beispiel unter anderem, als ich ihm schilderte, wie ein Hafenarbeiter bei uns im Hafen arbeitet, welche Möglichkeiten hat, welche Aufstiegsmöglichkeiten, welche Bezahlung, sagte er so trocken zu mir, das hat mich wahnsinnig geärgert. Sie bezahlen ihre Leute viel zu hoch, das werden sie noch mal sehr bereuen. Ich dachte, du
Blödsinniger einheben. Habe ich gedacht, gesagt habe ich nichts. Am Abend soll eine Aufführung in der Staatsoper die kaiserlichen Majestäten erfreuen. Ein gesellschaftliches Ereignis, das ungestört über die Bühne gehen soll. Die Polizei hat sich vor der Oper offenbar vorgenommen, in sehr kurzer Zeit dort eine freie Fläche zu schaffen. Und das ist ihr auch in wenigen Minuten gelungen. Und plötzlich kam eben ein Polizeikommando, Straße räumen. Und das eben insofern mit drastischen Mitteln, als eben auch Polizisten auf Pferden eingesetzt wurden und dann einfach in die dort stehenden, zum Teil auch sitzenden Demonstranten geritten sind und dann auch selber den Schlagstock eingesetzt haben. Hunderte Studenten wollen friedlich demonstrieren. Ich denke mir, dass die Polizei wohl damals schon zum Teil auch aus Hilflosigkeit den Bogen überspannt hat. Der Scharbesuch kann gar nicht überschätzt werden in der Rolle, die er für die Radikalisierung der Studenten gespielt hat. Ein Teil hatte aus diesem Ohnmachtsgefühl für friedlichen Protest mit Prügeln bestraft zu werden so eine innere Wut, dass daraus bei manchen eben dann auch die innere Rechtfertigung von Gegengewalt und eigener Gewaltausübung im Jahr 68 geworden ist. Und so ist der Schah-Besuch für die Studenten der Auftakt zur 68er Bewegung. Für den Bürgermeister von Hamburg ist er dagegen einfach nur ein peinliches Erlebnis. Es war für ihn unvorstellbar, dass so undiszipliniert und so unliebenswürdig mit einem Gast umgegangen wird. Das macht man doch nicht. Was wirklich an politischer Brisanz dahinter steckte, hat er damals nicht begriffen. Herbert Weichmann bezeichnet den Schah-Besuch später als schwarzen Tag für die Geschichte Hamburgs. Vier Jahre später, 1971, wird der rote Teppich für Königin Juliana der Niederlande ausgerollt. Die Hansestadt hat sich auf ihren Besuch perfekt vorbereitet, denn Pannen passen nun mal nicht ins Protokoll. Allerdings ist die unkonventionelle Königin der Niederlande immer für eine Überraschung gut, wie sich auch in Hamburg zeigt. Bei dem Empfang im Rathaus stellte mit einmal die Königin fest, ihr fehlt ein wirklich wertvolles Diadem, Anhänger, weiß ich nicht, was das war. Irgendwas fehlte, ein Schmuckstück. Ich habe dann gesehen, wie der ganze Tross, Königin, Prinzgemahl und Begleitung an mir vorbeiging und habe dann gespürt, dass mir was vor die Füße fiel. Da habe ich kurz geguckt und dann lag ein großes Schmuckstück, fast allgroß dort. Und das habe ich dann mit dem Fuß so zu mir geangelt, damit das dann nicht wegkommt. Und nachdem sich die Situation so weit erledigt hatte, dass alle Leute drin waren im Rathaus, bin ich dann auch ins Rathaus gegangen und bin zu einem Rathausdiener gegangen und habe dem dieses Schmuckstück übergeben und habe mir, wie das dann so als Polizist üblich ist, das Ganze quittieren lassen in meinem Merkbuch, ein Schmuckstück übergeben und übernommen, Müller. Königin Juliana ist so erleichtert, dass sie dem ehrlichen Finder zum Dank eine silberne Zigarettendose schenkt. Noch ein Besuch löst in Hamburg Hektik aus. Diese ersten Bilder, meine Damen und Herren, die gehören nun wirklich nicht zum Protokoll. Aber ein Eilzug, der zwischen Hauptbahnhof und Dammtor mit blockierter Bremse festlag, hat die Ankunft des königlichen Paares um 11 Minuten verzögert. In aller Eile wurden die roten Teppiche auf Gleis 4 umgeräumt. Das Protokoll musste in Sekundenschnelle umstellen. Es herrschte einige Aufregung. Dann hieß es wieder, der Zug kommt doch auf dem vorgesehenen Gleis 3 an. Aber jetzt ist die Durchsage gekommen. Der Sonderzug aus Königswinter läuft ein und damit beginnt der Staatsbesuch seiner königlichen Hoheit König Pumipon Adulyadej und Königin Sigrid. Er meint wohl Königin Sirikit und König Bhumipol. Das Paar aus Thailand hat den Reporter offenbar etwas durcheinander gebracht. Die schönste Königin der Welt, schwärmt die Klatschpresse. Und auch die etwas steifen Hamburger sind von ihrem Anblick fasziniert.
1979 kommt der König von Tonga. 1,90 Meter groß und stattliche 200 Kilo schwer. Majestät seien schlecht zu Fuß, erfährt das Hamburger Protokoll und rotiert. Er musste irgendwie die Treppe rauf. Und das war schwierig. Und ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, hat man es so gelöst, dass es ausnahmsweise schon unten in der Diele ein Glas gab. Und dann mit ihm redend und mal ein Schlückchen nehmen, ging man dann Stufe für Stufe für Stufe. Und dann gab es eben zwei auseinandernehmbare Stühle, die das Gewicht seiner Majestät halten. Und auf der halben Treppe stand dann schon dieser Stuhl. Das hatte er natürlich messerscharf erkannt. Und dann stürzte er auf diesen Stuhl zu und saß erstmal. Auf Tonga entspricht seine Körperfülle ganz dem Schönheitsideal. Je beleibter, desto beliebter. Auch Hamburgs Bürgermeister Hans-Ulrich Klose fühlt sich an seiner Seite sichtlich wohl. Da gibt es eben dieses schöne Bild im großen Festsaal auf der Estrade, wo der massige König in dem einen Sessel und daneben Hans-Ulrich Klose, 38 Jahre junger Mann, schmächtig sitzt. Also das ist, glaube ich, auch um die Welt gegangen, dieses Foto. Tonga und Deutschland verbindet ein 100 Jahre alter Freundschaftsvertrag, der sich nun auch hinter den Kulissen bewährt. Einer meiner Kollegen hatte nur die ehrenvolle Aufgabe während des ganzen Programms, immer wenn der König auf dem einen Stuhl sitzt, den zweiten auseinanderzubauen und dann Arm zu klemmen und dann zur Handelskammer oder wo auch hin und den da wieder aufstellen. Und das hat den König amüsiert und begeistert. Und so haben wir dann am Schluss auch gesagt, als er sich überschwänglich bedankte, nimm die Stühle mit, schenk mir die. Und so hat der König von Tonga auf dem Hamburger Klappstuhl noch 27 Jahre lang sein Südseereich regiert. ...1987 folgt ein royales Großereignis. Prinz Charles und Lady Di zu Besuch in Deutschland. Diana ist der Star der Regenbogenpresse. Fast stiehlt sie ihrem Gatten die Show. Also alle haben sich gefreut. Man hat denen sehr viel Herz entgegengebracht. Also die waren schon sehr beliebt, alle beide. Beziehungsweise Charles eigentlich nicht so. Diana war ja die Königin der Herzen. Da gab es keine vergleichbare Person eigentlich in der ganzen Welt, um die so ein Nimbus gewachsen war und die zugleich auch so schön war. Das britische Prinzenpaar wird von Hamburgs Bürgermeister Klaus von Donani in Empfang genommen. Der Besuch war insofern anders als sonst, weil das waren zwei junge Leute in meinen Augen. Und beide hatten irgendwie, so war mein Gefühl, auf jeden Fall Vertrauen zu mir gefasst. Und wir haben sehr persönlich fast miteinander geredet. Also das war anders, als wenn die Mutter Queen da gekommen wäre und ich da immer mit Your Royal Highness oder Your Majesty oder sowas hätte reden müssen. So habe ich mit denen nicht geredet. Ich habe nicht gerade Diana und Charles gesagt, aber fast. Der Besuch erregt große Aufmerksamkeit. Ein immenses Aufgebot an Journalisten verfolgt die beiden auf Schritt und Tritt. Möglicherweise kriselt es in der Ehe. Und dann ist ja die Presse immer erfahrungsgemäß besonders aufmerksam. Und sie wollten sich das unter gar keinen Umständen entgehen lassen. Sie hofften, mit anderen Worten, ein Haar in der Suppe zu finden und zu sagen, also so benimmt man sich doch eigentlich nicht, wenn man jung verheiratet ist, zwei nette kleine Jungs hat und so. Es ist ein kalter und regnerischer Tag im November. Charles und Diana haben schon einiges hinter sich. Sie sind in einem Kaufhaus gewesen und in einer Kirche. Nun folgt, wie üblich, die Hafenrundfahrt. Mit an Bord ist die Frau des Wirtschaftssenators. Sie erlebt das königliche Paar aus nächster Nähe. Prinz Charles hat mir sehr gut gefallen. Er war sehr locker. Machte auch zwischendurch mal kleine Scherze. Er versuchte auch immer mal ihre Hand zu ergreifen. Und sie ließ es zu. Er fasste sie an und sah sie dann auch an. Das habe ich also auch beobachtet. Aber so die Zuwendung kam mehr von ihm. Nach Wind und Regen auf der Elbe geht es zum Norddeutschen Rundfunk.
Schließlich wurde der Sender nach dem Krieg von den Briten gegründet. Das war ein großer Auftrieb. Da, also alle haben sich gefreut. Nur wir haben nicht gewusst oder bedacht, dass sie vor allem vielleicht nicht so ganz gut drauf sein könnte. Charles und Diana sollen die Tagesschau besuchen. Wir haben, bevor wir dann uns im Studio versammelt, nachdem wir aus dem Wagen ausgestiegen sind, eine kleine Pause für den sogenannten Powder Room eingeräumt für Diana, wo sie die Möglichkeit haben sollte, sich noch ein bisschen schön zu machen, wenn sie das wollte. Man hatte ihr dort einen Maskenbildnerraum zur Verfügung gestellt mit einer Maskenbildnerin. Die hatte aber so ein bisschen Angst und hat sich noch eine zweite dazu geholt. Und dann wurde mir erzählt, also Diana kommt, macht die Tür auf, sieht die beiden und sagt, oh no, so wieder und knallt die Tür zu. Hinterher hörten wir, sie hätte gerne einen Raum allein für sich gehabt, dass keiner sieht, wie ihre Haare nun durch den Wind oder durch die Kälte oder durch den Hut, den sie auf hatte, da irgendwie verwuselt waren. Sie kam rein, hat nicht einen Ton gesagt, nicht Hello, nicht gar nichts, hat sie gesagt, war in Hut und Mantel, sie hatte sich dann gar nicht ausgezogen, blieb in Hut und Mantel stumm. Prinz Charles dagegen war sowas von charmant, und unglaublich gut informiert über die Tagesschau. Sooner we get out the better. No, no. Wir haben aus meiner Sicht auch minimal geflirtet. Bisschen. Und ich fand ihn ganz, ganz, ganz charmant. Sie fand ich völlig zickig. Hinterher hat man ja aber erst rausgekriegt, dass die Beziehung zwischen den beiden schon eigentlich nicht mehr stimmte. Dass da schon ganz viel kaputt gegangen war. Und da bin ich in meinem Urteil dann etwas milder geworden. Weil ich dachte, naja, sie hat ziemlich großen Stress. Am Abend erscheint eine wie ausgewechselte Diana zum großen Empfang im Hamburger Rathaus. Charmant und gut gelaunt ist sie der strahlende Mittelpunkt eines großen Gala-Diners mit mehr als 400 geladenen Gästen. Der Senat hat zu Ehren des Prinzenpaares sogar deren Hochzeitswein besorgt. Eine Riesling-Spätlese von der Mosel. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Begrüßungswörter und für die warmherzige Gastfreundschaft, die Sie mir und meiner Frau gewährt haben. Ich habe natürlich unter anderem Diana, die links neben mir saß, bei dem Abendessen habe ich gefragt, na, was machen Sie denn da in diesem langweiligen Palast, wenn Sie da abends da rumsitzen müssen? Und hat sie gesagt, ach, wieso? Hat sie gesagt, meine Freundin und ich, wir stülpen uns eine Perücke über und dann gehen wir in die Stadt und machen einen drauf. Und das fand ich schon ziemlich, und dann habe ich mich darüber mit ihr unterhalten, was sie dann so machen. Die waren da richtig lustig, nicht? Letzter Tag ihrer Deutschlandreise. In Celle erleben die Britenfans ein bestens aufgelegtes Kronprinzenpaar beim Bad in der Menge. Für die mitgereiste britische Presse gibt es nur Positivschlagzeilen. Hamburg scheint den beiden gut getan zu haben. Ja, die Engländer haben immer gesagt, the crowds rescued the marriage oder so etwas. Die Krauts, wie die uns ja gerne nennen, die Sauerkrautfresser, die Krauts, also die Deutschen, die haben die Ehe gerettet. Das ist vielleicht übertrieben, aber wir haben auf jeden Fall auch keine Hindernisse gelegt. Show oder nicht Show, das Ehepaar wirkt glücklich. Und so endet er. Der vorerst letzte ganz große königliche Besuch in Norddeutschland. Mit einem ausgebildeten royalen Piloten im Cockpit. Prinz Charles, höchstpersönlich, fliegt die Maschine heim. Wenn es dann vorbei ist, dann irgendwie plumpst es. Dann ist man wirklich befreit und muss dann erstmal, ich sag mal, ein großes Bier trinken. Das ist märchenhaft halt, ne? Wie die so heiraten können, was die anhaben, wie die leben. Einen Mini-Blick drauf zu tun. Ich glaube, das ist für viele faszinierend. Und dann sind es doch immer wieder diese Märchen, es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ganz strenge Anweisungen, wo wir zu stehen hatten,
schon eine ganze Weile bevor der Kaiser überhaupt erschien. Und dann durften wir uns nicht von der Stelle rühren. Ein Kaiser, ich hatte noch nie einen Kaiser gesehen. Habe ich nur im Märchenbuch gelesen und im Geschichtsunterricht gehört davon. Ein Kaiser, das war für mich ganz was Tolles. Der Kaiser interessiert sich für die nagelneuen medizinischen Gerätschaften und erhofft sich Unterstützung für das marode Gesundheitswesen seines Landes. Als Geschenk bekommt Selassie eine Kassette mit Fotos von der Klinik, überreicht von Stationsschwester Anneliese. Ich wurde vorher schon immer ein bisschen gehänselt und musste mir eine schöne weiße Schürze umbinden und mich fein machen und kämmen. Und dann ging das los. Er griff dann in seine Tasche und zog einen kleinen Dukaten raus und gab mir den. Und das war für mich ein Schatz. Wie alle Hamburger Ehrengäste wohnt Haile Selassie im mondänen Hotel Atlantik. Auch hier kommen viele in den Genuss von Goldmünzen, die der Herrscher des armen Äthiopien großzügig verteilt. Im Atlantik ist man den Umgang mit prominenten Gästen gewohnt. Die Tochter des damaligen Hoteldirektors erinnert sich. Für die gekrönten Häupter wurde der ganze dritte Stock abgesperrt sozusagen. Da wohnten nur die und deren Hofdamen und Adjutanten und was es alles so dazu gab und so weiter und so fort. Das Staatsapartment war Zimmer Nummer 311. Ist es heute, glaube ich, noch? Nein, heute ist es die 405. Der Hoteldirektor wohnt 1954 mit seiner Familie im Atlantik. Sonntagmorgen Frühstück. Familie Geier sitzt beim Frühstück. Vater kommt an, völlig erledigt. Haile Selassie möchte so ein, wie heißt das Ding? So ein Kabinenroller sehen, so ein Auto. Wo kriege ich sowas auf dem Sonntag her? Woraufhin mein kleiner Bruder sagte, wieso? In der Alster tweetet da in der Garage, die haben solche Messerschmitt-Kabinenroller. Und die haben dann einen rübergebracht. Neben dem Haupteingang vom Atlantic Hotel war der Eingang fürs Gepäck und so. Und da haben wir diesen Messerschmitt-Kabinenroller in den Gepäckfahrstuhl gestellt und den dritten Stock hoch und da oben. Und Haile Selassie hat sich das also angeguckt, hat sich da reingesetzt und das habe ich auch gesehen. Er ist aber nicht da oben mit rumgefahren, nicht? Das hätten Sie ja auch können. Am Tag darauf verabschiedet sich der technikbegeisterte Kaiser von den Hamburgern. Natürlich nicht, ohne abermals seine Goldmünzen unters Volk zu bringen. Für Hamburgs Bürgermeister Kurt Sieveking sind es zwei glückliche Tage mit dem Kaiser von Äthiopien. Das war so das Gefühl, wir sind wieder wer, wenn jetzt schon der Negus, so hieß er, uns besuchen kommt, dann ist es ja auch eine Bestätigung der großen weiten Welt. Am 15. November 1954 geht der umjubelte Besuch in Hamburg zu Ende. Auch deutscher Hochadel begeistert wieder, so 1951 in Hannover. In der Marktkirche zu Hannover wurde der 37-jährige Prinz Ernst August von Hannover mit der 25 Jahre alten Prinzessin Ortrud von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg kirchlich getraut. Schon bei der Welfenhochzeit 1951 zeigt sich, wie viel royale Gesinnung noch immer in den Deutschen steckt. Die Niedersachsen sind begeistert, als sich in Hannover erstmals nach dem Krieg der gesamte deutsche Hochadel trifft. Es war eben einfach wie früher plötzlich alles wieder, wie solche Hochzeiten waren. Und das war für... My countrymen, whether at home or stationed with our American and French allies here in Berlin, are proud to have helped to create and maintain the conditions of freedom and security which are so essential to the full expression of the human spirit. You can continue to count upon the full support of the British government and people. Mit dieser Rede wird der Besuch der Queen auch politisch zum Erfolg. Im Sonderzug reist sie durch 17 deutsche Städte. Nachts
schläft sie auf dem Abstellgleis. Es ist ein Staatsbesuch der Superlative. Er wird als längster und mit 500.000 D-Mark teuerster in die Geschichte der noch jungen Bundesrepublik eingehen. Um 10 Uhr trifft die Königin auf dem Dammtorbahnhof ein, der für Staatsbesuche in der Hansestadt vorgesehen ist. Hamburgs erster Bürgermeister Paul Nevermann hat der Monarchin zur Begrüßung einen Strauß rot-weißer Nelken überreicht. Als die Königin an der Seite des Bürgermeisters ihrem Wagen zuschreitet, erwartet sie eine Überraschung. Ein kleines Mädchen ist durch das Spalier der Polizisten durchgeschlüpft. Unsere Nachbarin ist dann gleich los, hat Blumen besorgt, die war da also ganz fix und hat mit mir den Hufknicks geübt und hat gesagt, so, und pass auf, vor dir kommt eine Königin und dann gehst du da hin und machst schnell deinen Knicks und gibst ihr die Blumen. Naja, und so war das dann auch, dann kam sie ja plötzlich. Aber dass das die Königin ist, hätte ich im Leben nicht gedacht. Als Mädchen denkt man, Königin, Kleid, so wie Sissi und Krone auf dem Kopf, aber nicht Kostüm und Hut. Wie eine Märchenkönigin sieht die Queen in Hamburg tatsächlich nicht aus. Doch die erste Enttäuschung darüber ist schon bald vergessen. Als wir nach Hause kamen und mein Vater aufschloss, sprang meine Mutter gleich in den Flur und ich hab dich im Fernsehen gesehen. Ich hab gedacht, ich fall vom Sofa. Das weiß ich noch, dass sie das gesagt hat. Weil sie hat einfach nur angemacht und gedacht, ach, einmal reingucken, vielleicht sehen wir irgendwas von der Königin. Und dass ich dann da die Blume überreicht hab, da war sie völlig platt und war völlig stolz. Und das war schon was, das war toll, das vergesse ich auch nicht. An der Seite von Königin Elisabeth, Hamburgs erster Bürgermeister Nevermann. Im nächsten Wagen folgen Prinz Philipp in Admiralsuniform und Frau Engelhardt, die Frau des zweiten Hamburger Bürgermeisters. Eine Personalie wird zum Politikum. Die Frau des ersten Bürgermeisters hat ihre Teilnahme aus privaten Gründen abgesagt. So steht Paul Nevermann plötzlich ohne seine First Lady da. Grete Nevermann und er hatten sich ja zerstritten, wollten sich auch scheiden lassen. Paul Nevermann hatte schon mehrere Jahre eine Freundin, eine Lebensgefährtin, die er auch nachher ja weiter behalten hat. Und Grete Nevermann erklärte dann einige Zeit vorher, sie würde offizielle Termine an seiner Seite nicht mehr wahrnehmen. Das war natürlich kurz vor dem Besuch der Königin eine sehr schwierige Situation. Der Senat beschloss dann damals, dass die Frau des zweiten Bürgermeisters, Frau Engelhardt, die Rolle der Dame an der Seite von Prinz Philipp dann darstellen würde. Das ging auch ganz gut und ich fand das auch gar nicht so außergewöhnlich, obwohl es natürlich Aufmerksamkeit erregte, das ist ja klar. Wir jüngeren Abgeordneten waren damals der Meinung, na ja und? Was soll's? Da war ja der Dame da, das genügt doch. Die Parteizentrale in Bonn aber fordert Konsequenzen. Paul Nevermann wird kurz darauf zurücktreten. Doch noch herrscht eitel Sonnenschein an diesem 29. Mai. Der nächste Programmpunkt ganz nach dem Geschmack der Queen. Von Bord des Alsterschiffes Seebeck verfolgte Königin Elisabeth die Regatta der internationalen Drachenklasse um den Queen Elizabeth Cup. Die Königin hatte den Pokal für diesen Wettbewerb gestiftet, an dem sich 17... Alle, die sich wieder sahen, schon mal das eine große Sache und ein großer Moment, dass man miteinander wieder umgehen konnte. Und es war eine große Freude eigentlich. Und dann draußen, die Bevölkerung hat uns zum Teil sehr erstaunt, mit welcher Begeisterung die da auf diesen Straßen jubeln standen. Fast eine 500.000 Zuschauer war zu dem großen Ereignis der glanzvollen Welfenhochzeit gekommen. Den Brautschleier trug einst die letzte deutsche Kaiserin, Auguste Victoria. Die Diamantenkrone stammt aus dem Kronschatz des englischen Königs. Das Brautpaar ist nahezu mit allen deutschen und europäischen Fürstenhäusern verwandt. Die Schwester des Bräutigams, Königin Friederike von Griechenland. Die Menschen sehnen sich nach ein wenig Glanz und Glamour in dieser grauen Nachkriegszeit.
Ich glaube einfach, weil sie das Gefühl hatten, nun wird es endlich wieder irgendwo normal und man freut sich über so etwas und die Geschichte fängt an, wieder aufzuleben und all so Dinge, die erfreulichen Sachen, denn wir hatten ja nun viel Schlimmes erfahren. Aber insofern war, glaube ich, die Freude, dass es endlich mal ringsrum was Erfreuliches war. Und das merkte man einfach, diese Explosion in der Bevölkerung war erstaunlich. Auf ihrer Erholungsreise trafen der Schah in Schah von Iran und die bezaubernde Kaiserin Soraya in Deutschland ein. Die erste Station war Hamburg. Der Aufenthalt des persischen Kaiserpaares im Februar 1955 ist der zweite offizielle royale Besuch in der Hansestadt. Die Begeisterung in den Straßen gilt nicht in erster Linie dem Herrscher aus Teheran, sondern vor allem seiner Frau, der deutschstämmigen Soraya. Der Schah hat sie 4 Jahre zuvor geheiratet, als sie 18 Jahre alt war. Seitdem lebt sie ein glanzvolles, verschwenderisches Leben am persischen Hof. Für die Deutschen ist die Geschichte des Kaiserpaares wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Soraya hat eine Popularität, wie nach ihr nur Prinzessin Diana. Die Menschen himmeln sie an. Soraya liebt schillernde Auftritte und führt an der Seite des Schahs ein glamouröses Jet-Set-Leben. Dass es die Tochter einer Deutschen auf den Pfauenthron geschafft hat, macht sie zum Liebling der Klatschpresse. Soraya gilt als Trendsetterin und ist für viele die schönste Frau der Welt. Sie wurde angehimmelt, ne? Und sie war ja auch schön. Sie war wirklich schön. Sie hatte wunderschöne Augen. Ich habe selten jemanden mit so schönen Augen gesehen. Vor dem Hotel standen Menschen, die immer wieder riefen, Soraya, Soraya. Und nun kam sie zu mir in den Salon. Hier etwas schmäler und den Hinterkopf ganz besonders betont. Wer Wert darauf legt, in der Halle, im Speiseraum und an der Bar gepflegt zu erscheinen, wird um den Hausfriseur gar nicht herumkommen. Und da fragte ich, wie ich das denn nun machen sollte, sagt die Kaiserin. Das überlasse ich Ihnen. Sie haben alles so patent bis jetzt gemacht. Was meinen Sie, was Sie machen wollen? Und da habe ich mir die Haare angeguckt, habe geschüttelt, habe mir Clip kommen lassen und habe das ganze Haar nur auf Clip gemacht. Das war damals noch selten. Ich habe gezittert, ich habe gedacht, hoffentlich wird das auch gut. Aber es war hinterher perfekt. Wie Sie ja auf dem Foto sehen, es war eine ganz tolle Frisur geworden. Und sie war restlos begeistert. Und ich war ganz stolz und glücklich. Im Hotel Atlantik ist der weltberühmte Besuch für die damals 14-jährige Tochter des Hoteldirektors ein Abenteuer. Um die Royals gibt es ja immer so ein Glanz, ja. Ja, es ist halt eine andere Welt, es ist eine märchenhafte Welt. Königliche Besuche sind immer noch glanzvoll. Wir sind nach wie vor Republikaner als Hamburg und keine Monarchisten. Aber es ist doch ganz lustig, mal so einen Großbahnhof zu veranstalten. Wenn Majestäten kommen, das ist eben doch immer noch etwas Herausragendes, etwas Besonderes. Die Stadt ist immer in Aufregung. Ach, das ist ein bisschen so eine ganz andere Welt, in der wir alle Normalsterblichen nicht leben. Im internationalen Protokoll ist es ja so, dass der Staatsbesuch wirklich das wichtigste Ereignis ist. Man besucht sich gegenseitig. Man kann das Ganze noch toppen, wenn
ein Partner dieses Staatsbesuches ein gekröntes Haupt ist. Die Deutschen hatten nach 1945 erstmal eine Weile sozusagen Schonfrist, was Staatsbesuche angeht. Es wollte natürlich sich in diesem zerstörten Land und ja auch vom Ruf her sehr geschändeten Land niemand wirklich sehen lassen. Und dann gab es die ersten Staatsbesuche. Und das ist natürlich sozusagen für das Nationalgefühl etwas Wichtiges gewesen. Es ist ein Ja-Sagen gewesen zu der Zukunft. November 1954. Der allererste Staatsbesuch in der noch jungen Bundesrepublik. Ein Monarch aus Afrika gibt sich in Hamburg die Ehre. Kaiser Haile Selassie. Der Kaiser von Äthiopien reist mit einem 20-köpfigen Gefolge und etwa 3000 Kilo Gepäck an. Sein Erscheinen gibt dem Selbstbewusstsein der Gastgeber enormen Auftrieb. Selassie hat exotische Geschenke für die Hamburger Gastgeber dabei. Elfenbein und einen goldenen Schild. Bis heute sicher verwahrt. Da gab es im Rathaus ganz oben einen extra Raum, die Schreckenskammer. Aber ich will Ihnen nicht erzählen, was da im Einzelnen stand oder hing oder lag. Das war die Schreckenskammer. Ja, das war manchmal schrecklich, was da kam. Das muss man einfach so nehmen. Das ist so. Viele Geschenke werden dann ja, dass der Bürgermeister oder irgendein Senat oder oh, das interessiert mich sehr oder das kann ich mal in meinem Dienstzimmer hängen oder so gleich im Rathaus irgendwo aufhängen oder was auch immer. Aber es gibt eben auch andere Geschenke. Da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ne? Der Negus Negesti, zu Deutsch König der Könige, hat sich auf seine umjubelte Deutschlandreise begeben, um Entwicklungshilfe einzutreiben. Denn Äthiopien ist arm und rückständig. Mit Hilfe des Westens will er sein Land in eine moderne Zukunft führen. Selassie tritt bescheiden auf, kommt in Hut und Mantel. Viele hatten sich einen echten Kaiser wohl irgendwie anders vorgestellt. Er besichtigt den Hamburger Hafen und moderne Werftanlagen. In einem neu gebauten Krankenhaus wird der Monarch aus Addis Abeba bereits gespannt erwartet. Es war eine große Aufregung im Haus schon vorher, wahrscheinlich schon Tage vorher. Und als es dann soweit war... Soraya, das war damals natürlich für uns eine Schönheit und die tollen Kleider und so. Also das war richtig aufregend. Das war ja so, wir wohnten im vierten Stock. Die Staatsgäste im dritten Stock und ich habe dann da immer vor den Fahrstühlen da gestanden. Und wenn die aus dem Haus gingen, bis der Fahrstuhl unten war, bin ich ganz schnell drei Stockwerke runtergedüst, um zu sehen, wie sie unten rausgingen und all sowas. Nochmal. Und kaum war Soraya weg mit dem Schar irgendwelche Veranstaltungen oder sowas. War ich mit der Zofe bei ihr in dem Zimmer, wo ihre ganzen Kleider hängen, nicht? Und dann haben wir sie alle durchgeguckt und so, ach, das war aufregend. Oh nein, das gibt's überhaupt nicht. Das war so schöne Sachen, 55, überlegen Sie mal, nicht? Die noble Garderobe kann Soraya sich leisten, weil der Iran über riesige Ölvorkommen verfügt. Der amerikanische und der britische Geheimdienst haben den Schah 1953 an die Macht geputscht. So sichert sich der Westen seinen Einfluss und den Zugriff auf den wertvollen Rohstoff. Die Presse konzentriert sich vor allem auf die Liebesgeschichte zwischen dem Schah und Soraya. Der einzige Punkt, der die zur Schau gestellte Idylle trügt, ist die Frage des Nachwuchses. Denn Soraya hat dem Kaiser nach 4 Jahren Ehe noch immer keinen Nachfolger geschenkt. In Hamburg wünscht sich Soraya ausdrücklich, ein Kindertagesheim zu besuchen und gibt so den Gerüchten um ihre Situation neue Nahrung. Ein Fest für die bunten Medien, die sie hier an den Bettchen kleiner Babys abbilden können. Die Kinderlosigkeit wird 3 Jahre später dazu führen, dass der Schah Soraya verstößt. Doch noch feiert er mit seiner Kaiserin.
Das Opernballett, also wir, haben dann getanzt im Kaisersaal vor dem Kaiserpaar, den Kaiserwalzer von Johann Strauss. Es kam alles sehr gut an, wir hatten großen Erfolg. Der Schah war sehr charmant. Es war so, dass wir nach dem Tanz so zu viert immer nach vorne gehen mussten und haben auch so unsere Reverenz gemacht. Und dann hatte immer irgend so eine Geste und lächelte. Und wir hatten so das Gefühl, wenn jemand blond war, das fand er schon sehr gut. May 1965. Die berühmteste Frau der Welt betritt erstmals deutschen Boden. Bundespräsident Lübcke und Bundeskanzler Erhard sonnen sich im Glanz dieser Königin. In Deutschland ist es der erste Staatsbesuch eines britischen Staatsoberhauptes nach 56 Jahren. Also die Queen hat sich Zeit gelassen, bis sie nach Deutschland kam. Im Grunde 20 Jahre nach Kriegsende, 1965, ist sie nach Deutschland gekommen. Dass sie nicht früher gekommen ist, hat mit Sicherheit damit zu tun, dass die Erinnerung an die Bombennächte in London und überhaupt an den Zweiten Weltkrieg 20 Jahre nach Kriegsende schon geringer waren als eben noch 10 Jahre nach Kriegsende. Doch auch 1965 wird die Reise von vielen Briten kritisch gesehen. In Deutschland aber ist der Jubel grenzenlos. So auch im geteilten Berlin, der schwierigsten Station auf der 11-tägigen Reise für die Queen. Die 200.000 Berliner vor dem Schöneberger Rathaus hoffen, dass sich zwei Jahre nach dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy nun auch das britische Staatsoberhaupt zu einem wiedervereinigten Berlin bekennt. Um die Royals gibt es ja immer so einen Glanz, ja. Ja, es ist halt eine andere Welt, es ist eine märchenhafte Welt. Königliche Besuche sind immer noch glanzvoll. Wir sind nach wie vor Republikaner als Hamburg und keine Monarchisten. Aber es ist doch ganz lustig, mal so einen großen Bahnhof zu veranstalten. Wenn Majestäten kommen, das ist eben doch immer noch etwas Herausragendes, etwas Besonderes. Die Stadt ist immer in Aufregung. Ach, das ist ein bisschen so eine ganz andere Welt, in der wir alle Normalsterblichen nicht leben. Im internationalen Protokoll ist es ja so, dass der Staatsbesuch wirklich das wichtigste Ereignis ist. Man besucht sich gegenseitig. Man kann das Ganze noch toppen, wenn ein Partner dieses Staatsbesuches ein gekröntes Haupt ist. Die Deutschen hatten nach 1945 erstmal eine Weile sozusagen Schonfrist, was Staatsbesuche angeht. Es wollte natürlich sich in diesem zerstörten Land und ja auch vom Ruf her sehr geschändeten Land niemand wirklich sehen lassen. Und dann gab es die ersten Staatsbesuche. Und das ist natürlich sozusagen für das Nationalgefühl etwas Wichtiges gewesen. Es ist ein Ja-Sagen gewesen zu der Zukunft. November 1954. Der allererste Staatsbesuch in der noch jungen Bundesrepublik. Ein Monarch aus Afrika gibt sich in Hamburg die Ehre. Kaiser Haile Selassie. Der Kaiser von Äthiopien reist mit einem 20-köpfigen Gefolge und etwa 3000 Kilo Gepäck an. Sein Erscheinen gibt dem Selbstbewusstsein der Gastgeber enormen Auftrieb.
Selassie hat exotische Geschenke für die Hamburger Gastgeber dabei. Elfenbein und einen goldenen Schild. Bis heute sicher verwahrt. Da gab es im Rathaus ganz oben einen extra Raum, die Schreckenskammer. Aber ich will Ihnen nicht erzählen, was da im Einzelnen stand oder hing oder lag. Das war die Schreckenskammer. Ja, das war manchmal schrecklich, was da kam. Das muss man einfach so nehmen. Das ist so. Viele Geschenke werden dann ja, dass der Bürgermeister oder irgendein Senator oder oh, das interessiert mich sehr oder das kann ich in meiner Dienstzimmer hängen oder so gleich im Rathaus irgendwo aufhängen oder was auch immer. Aber es gibt eben auch andere Geschenke. Da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ne? Der Negus Negesti, zu Deutsch König der Könige, hat sich auf seine umjubelte Deutschlandreise begeben, um Entwicklungshilfe einzutreiben. Denn Äthiopien ist arm und rückständig. Mit Hilfe des Westens will er sein Land in eine moderne Zukunft führen. Selassie tritt bescheiden auf, kommt in Hut und Mantel. Viele hatten sich einen echten Kaiser wohl irgendwie anders vorgestellt. Er besichtigt den Hamburger Hafen und moderne Werftanlagen. In einem neu gebauten Krankenhaus wird der Monarch aus Addis Abeba bereits gespannt erwartet. Es war eine große Aufregung im Haus schon vorher, wahrscheinlich schon Tage vorher. Und als es dann soweit war, ganz strenge Anweisungen, wo wir zu stehen hatten, schon eine ganze Weile bevor der Kaiser überhaupt erschien. Und dann durften wir uns nicht von der Stelle rühren. Ein Kaiser, ich hatte noch nie einen Kaiser gesehen. Habe ich nur im Märchenbuch gelesen und im Geschichtsunterricht gehört davon. Ein Kaiser, das war für mich ganz was Tolles. Der Kaiser interessiert sich für die nagelneuen medizinischen Gerätschaften und erhofft sich Unterstützung für das marode Gesundheitswesen seines Landes. Als Geschenk bekommt Selassie eine Kassette mit Fotos von der Klinik, überreicht von Stationsschwester Anneliese. Ich wurde vorher schon immer ein bisschen gehänselt und musste mir eine schöne weiße Schürze um. Mai 1965. Die berühmteste Frau der Welt betritt erstmals deutschen Boden. Bundespräsident Lübcke und Bundeskanzler Erhard sonnen sich im Glanz dieser Königin. In Deutschland ist es der erste Staatsbesuch eines britischen Staatsoberhauptes nach 56 Jahren. Also die Queen hat sich Zeit gelassen, bis sie nach Deutschland kam. Im Grunde 20 Jahre nach Kriegsende, 1965, ist sie nach Deutschland gekommen. Dass sie nicht früher gekommen ist, hat mit Sicherheit damit zu tun, dass die Erinnerung an die Bombennächte in London und überhaupt an den Zweiten Weltkrieg 20 Jahre nach Kriegsende schon geringer waren als eben noch 10 Jahre nach Kriegsende. Doch auch 1965 wird die Reise von vielen Briten kritisch gesehen. In Deutschland aber ist der Jubel grenzenlos. So auch im geteilten Berlin, der schwierigsten Station auf der 11-tägigen Reise für die Queen. Die 200.000 Berliner vor dem Schöneberger Rathaus hoffen, dass sich 2 Jahre nach dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy nun auch das britische Staatsoberhaupt zu einem wiedervereinigten Berlin bekennt. My countrymen, whether at home or stationed with our American and French allies here in Berlin, are proud to have helped to create and maintain the conditions of freedom and security which are so essential to the full expression of the human spirit. You can continue to count upon the full support of the British government and people. Mit dieser Rede wird der Besuch der Queen auch politisch zum Erfolg. Im Sonderzug reist sie durch 17 deutsche Städte. Nachts schläft sie auf dem Abstellgleis. Es ist ein Staatsbesuch der Superlative. Er wird als längster und mit 500.000 D-Mark teuerster in die Geschichte der noch jungen Bundesrepublik eingehen.
Um 10 Uhr trifft die Königin auf dem Dammtorbahnhof ein, der für Staatsbesucher in der Hansestadt vorgesehen ist. Hamburgs erster Bürgermeister Paul Nevermann hat der Monarchin zur Begrüßung einen Strauß rot-weißer Nelken überreicht. Als die Königin an der Seite des Bürgermeisters ihrem Wagen zuschreitet, erwartet sie eine Überraschung. Ein kleines Mädchen ist durch das Spalier der Polizisten durchgeschlüpft. Unsere Nachbarin ist dann gleich los, hat Blumen besorgt, die war da also ganz fix, und hat mit mir den Hufknicks geübt und hat gesagt, so, und pass auf, heute kommt eine Königin, und dann gehst du da hin und machst schnell deinen Knicks und gibst ihr die Blumen. Naja, und so war das dann auch, dann kam sie ja plötzlich. Aber dass das die Königin ist, hätte ich im Leben nicht gedacht. Als Mädchen denkt man Königin, Kleid, so wie Sissi, und Krone auf dem Kopf, aber nicht Kostüm und Hut. Wie eine Märchenkönigin sieht die Queen in Hamburg tatsächlich nicht aus. Doch die erste Enttäuschung darüber ist schon bald vergessen. Als wir nach Hause kamen und mein Vater aufschloss, sprang meine Mutter gleich in den Flur. Und ich hab dich im Fernsehen gesehen. Ich hab gedacht, ich fall vom Sofa. Das weiß ich noch, dass sie das gesagt hat. Weil sie hat einfach nur angemacht und gedacht, ach, einmal reingucken, vielleicht sehen wir irgendwas von der Königin. Und dass ich dann da die Blume überreicht hab, da war sie völlig platt und war völlig stolz. Und das war schon was, das war toll, das vergesse ich auch nicht. An der Seite von Königin Elisabeth, Hamburgs erster Bürgermeister Nevermann. Im nächsten Wagen folgen Prinz Philipp in Admiralsuniform und Frau Engelhardt, die Frau des zweiten Hamburger Bürgermeisters. Eine Personalie wird zum Politikum. Die Frau des ersten Bürgermeisters hat ihre Teilnahme aus privaten Gründen abgesagt. So steht Paul Nevermann plötzlich ohne seine First Lady da. Grete Nevermann und er hatten sich ja zerstritten, wollten sich auch scheiden lassen. Paul Nevermann hatte schon mehrere Jahre eine Freundin, eine Lebensgefährtin, die er auch nachher ja weiter behalten hat. Und Grete Nevermann erklärte dann einige Zeit vorher, sie würde offizielle Termine an seiner Seite nicht mehr wahrnehmen. Das war natürlich kurz vor dem Besuch der Königin eine sehr schwierige Situation. Der Senat beschloss dann damals, dass die Frau des zweiten Bürgermeisters, Frau Engelhardt, die Rolle der Dame an der Seite von Prinz Philipp dann darstellen würde. Das ging auch ganz gut und ich fand das auch gar nicht so außergewöhnlich, obwohl es natürlich Aufmerksamkeit erregte, das ist ja klar. Wir Jüngeren ab. Die Begeisterung in den Straßen gilt nicht in erster Linie dem Herrscher aus Teheran, sondern vor allem seiner Frau, der deutschstämmigen Soraya. Der Schah hat sie 4 Jahre zuvor geheiratet, als sie 18 Jahre alt war. Seitdem lebt sie ein glanzvolles, verschwenderisches Leben am persischen Hof. Für die Deutschen ist die Geschichte des Kaiserpaares wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Soraya hat eine Popularität, wie nach ihr nur Prinzessin Diana. Die Menschen himmeln sie an. Soraya liebt schillernde Auftritte und führt an der Seite des Schahs ein glamouröses Jet-Set-Leben. Dass es die Tochter einer Deutschen auf den Pfauenthron geschafft hat, macht sie zum Liebling der Klatschpresse. Soraya gilt als Trendsetterin und ist für viele die schönste Frau der Welt. Sie wurde angehimmelt, ne? Und sie war ja auch schön. Sie war wirklich schön. Sie hatte wunderschöne Augen. Ich habe selten jemanden mit so schönen Augen gesehen. Vor dem Hotel standen Menschen, die immer wieder riefen, Soraya, Soraya. Und nun kam sie zu mir in den Salon. Hier etwas schmäler und den Hinterkopf ganz besonders betont. Wer Wert darauf legt, in der Halle, im Speiseraum und an der Bar gepflegt zu erscheinen, wird um den Hausfriseur gar nicht herumkommen. Und da fragte ich, wie ich das denn nun machen sollte, sagt die Kaiserin. Das überlasse ich Ihnen. Sie haben alles so patent bis jetzt gemacht. Was meinen Sie, was Sie machen wollen? Und da habe ich mir die Haare angeguckt, habe geschüttelt, habe mir Clip kommen lassen und habe das ganze Haar nur auf Clip gemacht. Das war damals
noch selten. Ich habe gezittert, ich habe gedacht, hoffentlich wird das auch gut. Aber es war hinterher perfekt. Wie Sie ja auf dem Foto sehen, es war eine ganz tolle Frisur geworden. Und sie war restlos begeistert. Und ich war ganz stolz und glücklich. Im Hotel Atlantik ist der weltberühmte Besuch für die damals 14-jährige Tochter des Hoteldirektors ein Abenteuer. Soraya, das war damals natürlich für uns eine Schönheit und die tollen Kleider und so. Also das war richtig aufregend. Das war ja so, wir wohnten im 4. Stock, die Staatsgäste im 3. Stock. Und ich habe dann da immer vor den Fahrstühlen da gestanden. Und wenn die aus dem Haus gingen, bis der Fahrstuhl unten war, bin ich ganz schnell drei Stockwerke runtergedüst, um zu sehen, wie sie unten rausgingen und all sowas. Nochmal. Und kaum war Soraya weg mit dem Schar irgendwelche Veranstaltungen oder sowas, war ich mit der Zofe bei ihr in dem Zimmer, wo ihre ganzen Kleider hängen, nicht? Und dann haben wir sie alle durchgeguckt und so, ach, das war aufregend. Oh nein, das gibt's überhaupt nicht. So schöne Sachen, 55, überlegen Sie mal, nicht? Die noble Garderobe kann Soraya sich leisten, weil der Iran über riesige Ölvorkommen verfügt. Der amerikanische und der britische Geheimdienst haben den Schah 1953 an die Macht geputscht. So sichert sich der Westen seinen Einfluss und den Zugriff auf den wertvollen Rohstoff. Die Presse konzentriert sich vor allem auf die Liebesgeschichte zwischen dem Schah und Soraya. Der einzige Punkt, der die zur Schau gestellte Idylle trügt, ist die Frage des Nachwuchses. Denn Soraya hat dem Kaiser nach 4 Jahren Ehe noch immer keinen Nachfolger geschenkt. In Hamburg wünscht sich Soraya ausdrücklich, ein Kindertagesheim zu besuchen und gibt so den Gerüchten um ihre Situation neue Nahrung. Ein Fest für die bunten Medien, die sie hier an den Bettchen kleiner Babys abbilden können. Die Kinderlosigkeit wird 3 Jahre später dazu führen, dass der Schah Soraya verstößt. Doch noch feiert er mit seiner Kaiserin. Das Opernballett, also wir, haben dann getanzt im Kaisersaal vor dem Kaiserpaar, den Kaiserwalzer von Johann Strauss. Es kam alles sehr gut an, wir hatten großen Erfolg. Der Schah war sehr charmant. Es war so, dass wir nach dem Tanz so zu viert immer nach vorne gehen mussten und haben auch so unsere Reverenz gemacht. Und dann hatte immer irgend so eine Geste und lächelte. Und wir hatten so das Gefühl, wenn jemand blond war, das fand er schon sehr gut. Bin und mich fein machen und kämmen und dann ging das los. Er griff dann in seine Tasche und zog einen kleinen Dukaten raus und gab mir den. Und das war für mich ein Schatz. Wie alle Hamburger Ehrengäste wohnt Haile Selassie im mondänen Hotel Atlantik. Auch hier kommen viele in den Genuss von Goldmünzen, die der Herrscher des armen Äthiopien großzügig verteilt. Im Atlantik ist man den Umgang mit prominenten Gästen gewohnt. Die Tochter des damaligen Hoteldirektors erinnert sich. Für die gekrönten Häupter wurde der ganze 3. Stock abgesperrt sozusagen. Da wohnten nur die und deren Hofdamen und Adjutanten und was es alles so dazu gab und so weiter und so fort. Das Staatsapartment war Zimmer Nummer 311. Ist es heute, glaube ich, noch? Nein, heute ist es die 405. Der Hoteldirektor wohnt 1954 mit seiner Familie im Atlantik. Sonntagmorgen, Frühstück. Familie Geier sitzt beim Frühstück. Vater kommt an, völlig erledigt. Haile Selassie möchte so ein, wie heißt das Ding? So ein Kabinenroller sehen, so ein Auto. Wo kriege ich sowas auf dem Sonntag her? Woraufhin mein kleiner Bruder sagte, wieso? In der Alster tweetet da in der Garage, die haben solche Messerschmitt-Kabinenroller. Und die haben dann einen rübergebracht.
Neben dem Haupteingang vom Atlantic Hotel war der Eingang fürs Gepäck und so. Und da haben wir diesen Messerschmitt-Kabinenroller in den Gepäckfahrstuhl gestellt und den dritten Stock hoch und da oben. Und Haile Selassie hat sich das also angeguckt, hat sich da reingesetzt und das habe ich auch gesehen. Er ist aber nicht da oben mit rumgefahren, nicht? Das hätten Sie ja auch können. Am Tag darauf verabschiedet sich der technikbegeisterte Kaiser von den Hamburgern. Natürlich nicht, ohne abermals seine Goldmünzen unter das Volk zu bringen. Für Hamburgs Bürgermeister Kurt Sieveking sind es zwei glückliche Tage mit dem Kaiser von Äthiopien. Das war so das Gefühl, wir sind wieder wer, wenn jetzt schon der Negus, so hieß er, uns besuchen kommt, dann ist es ja auch eine Bestätigung der großen weiten Welt. Am 15. November 1954 geht der umjubelte Besuch in Hamburg zu Ende. Auch deutscher Hochadel begeistert wieder. So 1951 in Hannover. In der Marktkirche zu Hannover wurde der 37-jährige Prinz Ernst August von Hannover mit der 25 Jahre alten Prinzessin Ortrud von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg kirchlich getraut. Schon bei der Welfenhochzeit 1951 zeigt sich, wie viel royale Gesinnung noch immer in den Deutschen steckt. Die Niedersachsen sind begeistert, als sich in Hannover erstmals nach dem Krieg der gesamte deutsche Hochadel trifft. Es war eben einfach wie früher plötzlich alles wieder, wie solche Hochzeiten waren. Und das war für alle, die sich wieder sahen, schon mal das eine große Sache und ein großer Moment, dass man miteinander wieder umgehen konnte. Und es war eine große Freude eigentlich. Und dann draußen, die Bevölkerung hat uns zum Teil sehr erstaunt, mit welcher Begeisterung die da auf diesen Straßen jubeln standen. Fast eine halbe Million Zuschauer war zu dem großen Ereignis der glanzvollen Welfenhochzeit gekommen. Den Brautschleier trug einst die letzte deutsche Kaiserin Auguste Victoria. Die Diamantenkrone stammt aus dem Kronschatz des englischen Königs. Das Brautpaar ist nahezu mit allen deutschen und europäischen Fürstenhäusern verwandt. Die Schwester des Bräutigams, Königin Friederike von Griechenland. Die Menschen sehnen sich nach ein wenig Glanz und Glamour in dieser grauen Nachkriegszeit. Ich glaube einfach, weil sie das Gefühl hatten, nun wird es endlich wieder irgendwo normal und man freut sich über so etwas und die Geschichte fängt an, wieder aufzuleben und also Dinge, die erfreulichen Sachen, denn wir hatten ja nun viel Schlimmes erfahren. Aber insofern war, glaube ich, die Freude, dass es endlich mal ringsrum was Erfreuliches war. Und das merkte man einfach, diese Explosion in der Bevölkerung war erstaunlich. Auf ihrer Erholungsreise trafen der Schahin-Schah von Iran und die bezaubernde Kaiserin Soraya in Deutschland ein. Die erste Station war Hamburg. Der Aufenthalt des persischen Kaiserpaares im Februar 1955 ist der zweite offizielle royale Besuch in der Hansestadt. Die Abgeordneten waren damals der Meinung, na ja und? Was soll's? Da war ja der Dame da, das genügt doch. Die Parteizentrale in Bonn aber fordert Konsequenzen. Paul Nevermann wird kurz darauf zurücktreten. Doch noch herrscht eitel Sonnenschein an diesem 29. Mai. Der nächste Programmpunkt ganz nach dem Geschmack der Queen. Von Bord des Alsterschiffes Seebeck verfolgte Königin Elisabeth die Regatta der internationalen Drachenklasse um den Queen Elizabeth Cup. Die Königin hatte den Pokal für diesen Wettbewerb gestiftet, an dem sich 17 Boote beteiligten. Die Regatta der Drachenklasse und damit den Queen Elizabeth Cup gewann der 24-jährige Hamburger Ulrich Libor. Libor ist deutscher Meister in der Flying Dutchman-Klasse. Nachdem nun feststand, dass ich gewonnen hatte oder wir gewonnen haben, kam dann ein älterer Hamburger, Hannes Ravenbock, auf mich zu und sagte, übrigens, wenn du dann zur Siegerehrung gehst und der Königin gegenüberstehst, musst du erinnern, dass du ein Hanseat bist. Das kann nicht angehen, dass du ein Diener machst, ist das klar?
gesagt, ja, wieso nicht? Da sagt er, wir Hamburger, immer, wenn ein Hamburger Bürgermeister einen König zu Besuch hatte, musste der König die Treppe ihm entgegen hochkommen. Also bitte denk dran, halt das Kreuz gerade, gib die Hand, aber mach keinen Diener. Und? So war's auch? Ja, natürlich, so war's und das war auch völlig akzeptiert. Aber nicht alle Sportler, die auf die Queen am Alsterufer warten, halten sich an diesen Brauch. Hockey-Nationalspielerin Greta Blunk will auf den Hofknicks nicht verzichten und wahrt höfische Etikette. Um adäquat angezogen zu sein, also nicht königlich, aber doch so, sag mal, hamburgisch elegant, hatte meine Mutter die Idee, doch ein Kostüm für mich machen zu lassen. Natürlich so ein bisschen in dunkel, taubenblau, ich weiß nicht mehr ganz genau. Wenn man heute ein Foto von mir noch sieht, dass der kleine Kragen da war und dieses kleine Jäckchen und ein Kostümart und dann mit der Handtasche. Ich hasse Handtaschen, aber man sieht, dass das alles doch formvollendet, also Etikette war perfekt. In dem Moment, wo sie vor uns stand und wir mit ihr sprachen, man hatte spontan das Gefühl, sie ist ja ein Mensch wie wir alle. Als sie dann mit dem Wagen wegfuhr, haben wir ihr noch gewunken und da hatte man gedacht, das ist eine Freundin, die von uns geht. Der Besuch der Queen steht für einen Neuanfang in den deutsch-britischen Beziehungen. Schlussakkord auf der Elbe. An der Überseebrücke hat die königliche Yacht Britannia festgemacht. Die schwimmende Residenz der Queen. Erstmals nach 11 Tagen betritt sie hier wieder britischen Boden. Vor dem Auslaufen kommt zum Abschiedsdiner die Bonner Politprominenz an Bord. Die Königin gilt bis auf den heutigen Tag als sehr standfest. Also oft ist sie diejenige, die am längsten ausharrt, weil sie weiß, dass sie eben die wichtigste Person ist und alle Leute sie gerne sehen möchten. Und das bewahrheitete sich natürlich in sehr viel jüngeren Jahren auch in Hamburg. Da ist sie an Bord über 2 Stunden stehen geblieben und hat von da aus gewinkt, das ganze Ablegemanöver und auf die Art und Weise wahrscheinlich Zehntausende von Menschen glücklich gemacht. Genauso wie sie sich zum Abschied präsentiert, hatte man sich eine Königin auch vorgestellt. Da waren ja massenweise Menschen an den Ufern der Elbe runter nach Blankenese. War ganz Hamburg voll und begleitete dieses wunderschöne Schiff, das da im Dunkeln herrlich erleuchtet, dann die Elbe runterfuhr. Also das war schon ein großer Eindruck. Die Queen im Norden und in Deutschland. Nie wieder wurde ein gekröntes Haupt hierzulande so begeistert gefeiert. Und nie mehr danach war ein königlicher Staatsbesuch von so großer Bedeutung. 1967 ist das Jahr des politischen Aufbruchs. Vor allem unter den Studenten rumort es. Ihr Protest richtet sich gegen verkrustete Strukturen, den Vietnamkrieg und die prüde Sexualmoral der 50er Jahre. In dieses Klima fällt die 2. Deutschlandreise des Schahs von Persien. Ihn begleitet seine inzwischen 3. Frau, Farah Diba, mit der er schon 3 Kinder hat. Doch anders als bei seinem ersten Besuch gibt es auf den Straßen nicht nur Jubel. Die Stimmung war schon tagelang, jedenfalls in Studentenkreisen, sehr aufgeheizt. Ich nehme an, dass die Stimmung da etwas anders war.